Es ist doch ganz merkwürdig, dass in der teilsouveränen Bundesrepublik Deutschland die politische Klasse sich aber souveräner verhalten hat, als wir es heute feststellen müssen. Das Parlament ist kein Parlament, nennt sich nur so. Es wird nicht gleichheitlich gewählt. Es vertritt kein Volk. Ist es denn hier ein Rechtsstaat? Ist es überhaupt ein Staat? Oder ist es nur eine Provinz des EU-Imperiums, eine Filiale des globalen Marktplatzes und eine Militärkolonie der Amerikaner? Ich frage mich schlicht nach dem deutschen Interesse, so wie es Otto von Bismarck auch getan hätte. Wir wollen Deutsche sein, so viel noch von Deutschen übrig geblieben ist. Ja, da sagst du, was denn sonst? Thank you.